Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist richtig, Hartmut Medorn hat bislang die Probleme des Flughafens nicht lösen können. Ich sage aber auch gleichzeitig, der Antrag der Grünen trägt auch nicht zur Lösung des Problems bei, sondern geht am Problem vorbei. Und deshalb will ich mich intensiver mit der Bilanz von einem Jahr Hartmut Medorn beschäftigen und weniger mit dem grünen Antrag. Denn die Bilanz von einem Jahr Hartmut Medorn an der Spitze der Flughafengesellschaft ist alles anders als grandios. Er ist angetreten und hat erstmal eine Phantomdiskussion über die Offenhaltung von Tegel losgetreten, wo man sich die Frage gestellt hat, vor allen Dingen vor dem Hintergrund von fast 20 Jahren Debatte über die Schließung der innerstädtischen Flughafen, Debatte über den Planfeststellungsbeschluss, Debatte über die Offenhaltung von Tempelhof und den Volksentscheid, den wir hatten, wo man sich die Frage stellen musste, aus welchem Paralleluniversum kommt der Mann. Dann, nachdem ihm offensichtlich nach intensiver Arbeit des regierenden Bürgermeisters und Matthias Platzek damals gesagt wurde, dass es nicht eine Frage ist, die Hartmut Medorn entscheidet, sondern die die Politik entscheidet und die obendrein von Gerichten entschieden worden ist, ist diese Debatte in den Hintergrund getreten. Und wir haben eine Debatte bekommen über Teilöffnungen und stellen fest, jetzt vor wenigen Wochen, das ganze Ding ist abgesagt, weil das Thema Schallschutz nicht beachtet wurde. Und dann erklärt Hartmut Medorn in der Öffentlichkeit, naja, man sei hier keine Schallschutzexperten und das sei ja auch nur für 5 Monate gewesen, dass man auf der Südbahn starten und landen hätte müssen. Was soll das Ganze, hätte man nicht beachtet. Ich sage, das ist ein krasses Managementversagen. Es ist völlig klar, er braucht kein Schallschutzexperte zu sein, aber wissen, was Recht und Gesetz ist in diesem Land, das kann man ja wohl verlangen, meine Damen und Herren. Was geschafft worden ist in dieser Zeit, ist, dass es jetzt anscheinend eine Konzeption gibt von Seiten von Siemens, wie wir das Thema mit dem Brandschutz lösen können. Allerdings, Herr Greinz, ist es nach meiner Kenntnis nicht so, dass daran gebaut wird, sondern dass nach wie vor die notwendigen Vorarbeiten, damit Siemens seine Arbeit in den geschätzten 18 Monaten erledigen kann, dass die noch nicht fertig sind. So, und da sage ich schon, was wir erwarten, ist, dass das Management des Flughafens endlich mal vorlegt, welche Vorarbeiten wann in welcher Abfolge geleistet werden müssen, wann Siemens beginnen kann, das Hauptproblem Brandschutzanlage und der Programmierung zu lösen und wann wir dann auch mit einem Eröffnungstermin rechnen können. Und da sage ich, ich brauche keinen Eröffnungstermin jetzt auf Tag und Monat genau. Aber ich will jetzt endlich mal wissen, wie es vorangehen soll und welche Etappen bis dahin zu lösen sind. Und ich denke, das sollte auch das Interesse des Aufsichtsrats sein. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kann uns das mal gesagt werden. Das wäre sicherlich hilfreich. Und da sage ich, und da stimme ich dem Kollegen Greinz zu, liebe Grüne, jetzt noch mal, nachdem ihr es nicht geschafft habt, Experten, die von euch proklamierten, in den Aufsichtsrat zu bekommen. Jetzt noch mal neben den Aufsichtsrat einen Beirat mit nicht näher benannten Experten zu setzen. Das ist unter dem Gesichtspunkt von Unternehmensführung oder Corporate Governance, wie man es neudeutsch nennt, absurd. Absurd. Wenn es darum geht, dass mehr Expertise in den Flughafen rein muss, dann muss die Expertise in das Management rein und nicht in irgendwelche kompetenzlosen Beiräte, die dann auf dem Flughafen auch noch rumspringen und rumquatschen, aber keine Verantwortung tragen. Das müssen dann Leute sein, die Managementverantwortung tragen. Und das wäre eine vernünftige Konzeption. Aber es ist ja schon gesagt worden, die Experten sind nicht so einfach zu kriegen. Ich habe neulich schon mal gesagt, wenn wir darüber reden, wer soll denn nach Medorn kommen, da bleibt ja nur noch Otto Rehhagel übrig und das kann nicht die Lösung sein. Insofern muss es darum gehen, jetzt wirklich, dass das mal vorgelegt wird. Was fehlt noch, woran hängt es und in welchen Etappen kann das vorangetrieben werden? Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Popp. Ja, bitte. Ja, es ist jetzt etwas die Zeit drüber gegangen, aber aus Ihrer ehemaligen Aufsichtsratstätigkeit
In der FBB wird Ihnen bekannt sein, dass der Aufsichtsrat auch einen Grundstücksausschuss hat, der nach den Skandalen um die Grundstücksverkäufe, die wir auch zuhauf hatten, die auch einen Untersuchungsausschuss hier im Hause zufolge hatten, dieser Grundstücksausschuss, dem Aufsichtsrat ja zuarbeitet, durchaus auch mit Experten von außen besetzt wird. Insofern das, was Sie hier so kläglich hingestellt Ihre haben, Frage, durchaus, bitte, Frau Kollegin. Ja, ob Ihnen das bekannt ist, dass der Grundstücksausschuss ja durchaus bis heute gut arbeitet und Ihnen als Aufsichtsrat ja auch gut zugearbeitet hat und in dieser Konstruktion dann durchaus nicht ganz so verdammenswert ist, wie Sie es gerade hingestellt haben. Also der Grundstücksausschuss ist was anderes als ein allgemeiner Expertenausschuss, der jetzt den Bau des Flughafens vorantreiben soll. Und da sage ich noch mal, es geht darum, dass wir Experten in der Managementverantwortung brauchen und nicht als freischwebendes Gremium nebenan. Das ist das, was der Antrag der Grünen beantragt. Und das halte ich nicht für zielführend, sondern eher für kontraproduktiv.